aus. Nett von dir, dass du daran gedacht hast. Und jetzt darf ich mich auch über deinen Host freuen. Okay, hier kann ich rüber, ja. Okay, also wir kommen hier nochmal wieder. Oh. Sehr gut. Hier gibt es keine Dämonen. Doch, oben. Mutter, hab grad welche gesehen. Ihre arme Seele hat dir nur eine Gehirnwäsche verpasst. Du weißt doch gar nichts vom Leben. Ich wünschte, du hättest erleben können, wie es vor dem Krieg war. Unmengen Leben. Die scheinen auch nett zu sein. Elektrizität, Telefon, Motorrad mit Beiwagen, nächtliches Tanzen. So viel Fusel, wie du trinken kannst, Mädchen. Vor dem Krieg war ich ein gemachter Mann. Und Silantius. Oh, das kalt spielt die Psychiatrie. Jeder wusste davon. Die Menschen wurden von den Versuchungen der Elektrizität beeinflusst. Und das ist ihre Schuld. Was? Elektrizität ist eine Sünde. Ich werde meinen Gott nicht enttäuschen, Papa. Ich lasse mich nicht von satanischen Maschinen locken. Er hat eine Waffe auf dem Rücken, das ist nicht nett. Aber der Vater nicht. Und du solltest nachdenken, bevor du solche Dinge sagst oder solch satanische Maschinen berührst. Wenn schon nicht aus Furcht um deiner Seele willen, dann wenigstens aus Furcht vor dem bevorstehenden Zorn des Heiligen Vaters. Was, wenn er davon erfährt? Ich gehe jetzt noch nicht hin, ich will den Dialog hören. Hast du etwa vor, deinen eigenen Vater zu verraten? Nein, Papa. Ich werde die Sünde auf mich nehmen, dich nicht zu melden. Aber was, wenn uns gerade jemand... Hallo, zuhört? Ich höre zu. Wer sollte jemals hierher kommen, du Dummkopf? Ich? Oh, verdammt! Wer ist das? Oh, die sind beide bewaffnet. Ein Ketzer! Ey. Du bist einer von den Zugleuten, nicht wahr? Ja, Mann. Tja, dann sei gegrüßt, mein Freund. Friede sei mit dir. Du scheinst aus einer ziemlich fortschrittlichen Gegend zu kommen. Ich mag deinen Sohn nicht. Deine Ausrüstung ist der Hammer. Satanische Bagatellen. Siehst du, Junge, er ist ein guter Mann. Er weiß, wie man sich benimmt. Kein Grund, so nervös zu sein. So sieht's aus. Du solltest nur nicht sauer auf die Einheimischen sein. In letzter Zeit gab es halt viele Angriffe, daher sind sie etwas aufgebracht. Okay. Silantius verpasst ihnen ständig eine Gehirnwäsche. Okay. Sündige Worte, Papa! Siehst du den hier? Das ist mein Sohn. Hier macht man, was Silantius sagt, sonst hat man Probleme. Ich habe gehört, dass Crest sich euch angeschlossen hat. Das ist gut. Er ist ein guter Mann. Es wäre eine Schande, wenn er wegen nichts sterben müsste. Er ist auch ein harter Kerl. Und danke, dass ihr Katja und ihr Kind aufgenommen habt. Immer es war so chaotisch hier. Ich würde ja auch mitkommen. Ich kann auch schießen. Sehr gut sogar. Direkt nach dem Krieg war es hier, wie in diesen Westernfilmen. Aber ich habe einen Sohn. Keine, oder? Aufgrund der Dummheit seiner Mutter ist er jetzt ein Fischanbeter. Oh nein. Er will hier auf keinen Fall weg. Zum Glück haben wir nicht getötet drüben. Ich kann den Dummkopf doch nicht alleine lassen. Weißt du überhaupt, was ein Film ist, Junge? Hast du schon mal davon gehört? Das ist eine Sünde, Papa. Eine Sünde, solche Dinge über uns zu sagen. Insbesondere zu einem Ketzer. Ich verliere gleich die Geduld mit dem. Sünde, Sünde. Du bist wie eine Schallplatte mit Sprung. Benutz dein Hirn. Du siehst, wie es hier läuft. Naja, du solltest jetzt besser gehen. Sonst sieht dich noch jemand bei uns. Und alles Gute für dich. Ich geh mal rein. Ich raub euch mal aus.
Okay. Dein Sohn ging mir so. Was zum Teufel machst du da? Du hast dich kaputt gemacht. Hast du eine Ahnung, wie viel ich Crash allein für die Batterien bezahlt habe? Du Verdammter! Erstens ist es eine Sünde. Zweitens hast du gerade einen Ketzer mit seiner Höllenmaschine mitgebracht. Dem Fisch sei Dank war er friedlich. Aber nächstes Mal haben wir vielleicht kein Glück. Und außerdem vielleicht könnte es jemand hören. Dann würden wir beide nicht ungestraft davonkommen. Lass uns einfach nach Hause gehen. Okay, ich gucke immer, ob wir noch was haben. Und deine technologischen Sachen auch. Als wenn nie etwas geschehen wäre. Also gut. Auf geht's. Ich habe eben gedacht, der hätte seinen Vater erschossen. Ich nur, dass du so etwas nie wieder machst. Bring mich nicht in Gefahr. Meine Lenker und ich werden dir nächstes Jahr ein Enkelkind bescheren. Versprich mir also, dass du ihm nicht diese technologischen Ketzereien in den Kopf setzt. Das ist eine Sünde. Ich bin bei sowas triggert. Wisst ihr, warum ich bei sowas so extrem triggert bin? Weil ich solche Spinner... Sorry, wenn ich das echt so sage, aber es ist leider Gottes für mich... Also es ist meine Wahrheit, also meine Meinung dadurch auch, dass es viel zu viele Spinner gibt, gerade im religiösen Bereich. Heide Witzka, gibt's da durchgeknallte Leute. Okay, jetzt machen wir mal langsam. Die sind noch da. Ich könnte ja wegfliegen und gleich wiederkommen. Ah, nee. Ah, nee, da ist eine... Was macht die da? Ich will es nicht töten. Oh, oh. Ich glaube, es wird sauer. Hey. Sch. Oh, fuck. Psch. Beruhig dich. Es ist sauer. Es ist echt sauer auf mich. Ich wollte hier nur ein bisschen rumklauen. Ist nicht nett, Alter. Ich kann draufziehen. Und ciao. Da unten ist noch der... Nee, das sind einfach andere Tiere. Okay, es ist weg. Es greift mich nicht an. Ich will das Vieh nicht töten, ohne Mist. Weil... Ich habe irgendwie Mitleid damit. Ich weiß nicht, was es war. Ist es allein? Ich weiß es halt nicht. Das ist halt immer so die Frage, ist es gerade alleine? Was fühlt es? Was will es? Jetzt haben wir natürlich wieder Tag. So, das ist jetzt ein bisschen blöd. Und die Typen sehen uns dadurch häufiger. Schön, dass wir noch einen Unterschlupf gefunden haben. Dann können wir hier was auseinandernehmen. Noch so eine schöne Waffe. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben ja was Neues für, glaube ich, die Pistole gefunden. Ich bin die ganze Zeit nur am Waffen rumgucken hier. Das ist furchtbar. Nee, doch nicht. Okay, gut. Ich würde bis Nacht schlafen und dann weiterziehen. Alles andere würde jetzt gerade keinen Sinn machen. Ich sehe Feige wie eh und je und eindeutig auf dem falschen Weg. Du musst links an der nächsten Kreuzung links und dann rechts bis zum Bahnübergang. Dort wartest du, bis die U-Bahn kommt und steigst ein, zwei Stationen lang fahren bis zum Basklikalumplatz und dort und dann bist du im Ziel. Twin, du kommst rein und stellst so Anforderungen schon wieder. Ich grüße dich.
Der Shatrix hat dich sehnsüchtig vermisst. Ganz dolle. So. Jetzt beeilen wir uns. Bäh. Sauerei. Oh, ich hätte meine Waffen säubern sollen. Okay, also wir können ja hier rüber jetzt. Komm hoch. Junge. Was ich alles falsch mache? Hast du da jemals geschwärzt? Jetzt kommt so ein Nein, aber um deine Fehler zu sehen, muss ich das gar nicht spielen. Oh. Natürlich habe ich die Maske nicht auf. Aber ich war schnell genug. Was? Einzig Shatrix hat alles richtig gemacht, wie ich gesehen habe. Shatrix macht was richtig? Also er macht vieles richtig, aber Shatrix macht gerade was richtig? Ich bin empört. Das sieht mir nach keinem Weg aus. Ich muss da hoch, oder? Ah, hier. Ja, so ungefähr 15 Mal habe ich das wohl verpasst. Hallo, Dwin. Erstmal so richtig, erstmal total unbegeistert sein. Was? Ja, und er hat mich vermisst. Das ist das einzig und allein, was richtig ist. Ja. Dich vermisst. Ich verstehe. Kann man Dwin eigentlich jemals vermissen? Was? Okay. Ah, jetzt kommen wir hier auf die Waggons. Wir kommen doch von daher. Sind wir vorhin nicht... Hä? Glaube ich jetzt im Kreis? Ist dem so? Hier sind wir doch hergekommen eben. Achso. Gut. Das Vieh röstet da nur. Oh fuck. Halt die Schnauze. Geh einfach. Dwin, wenn er morgens aufsteht. Was? 458 Mal? So häufig habe ich es gesagt? Ja, okay, gut. Ich bin halt konstant in meiner Übung. Okay, Vorsicht. Den will ich nicht triggern. Oh, okay. E-Mail. Irgendwie bin ich gerade etwas überfordert. Wir standen ja schon davor. Was haben wir falsch gemacht? Tja, ich bin schon länger am Stream als du denkst. Ja, gut, die paar Stunden. Sag mal, bin ich deppert? Also ich glaube, meine Idee mit dem irgendwo geht's runter war nicht falsch. Also in diesem Stream geht es eh immer nur bergab. Das ist normal. Aber... Also hier komme ich nicht runter. Okay. Wahrscheinlich müssen wir da runter. Aber ich habe jetzt echt den Weg nicht gesehen. Hier geht's... Aber hier geht's auch nur ins Gewässer. Und... Dem geht's nicht mehr gut. Dem geht's auch nicht mehr gut. Shit, Alter. Hier könnte ich es mir vorstellen. Komme ich nicht durch. Ey, Dwin. Ey, aber gemein. Weißt du, kommt gerade zurück. Wahrscheinlich von einem Date, weißt du, und dann kommt er mir so an. Sieht nicht so aus. Ist das dein fucking Ernst?
Der ist eben in die kleinste Ritze der Welt gefallen. Ist das ein fucking Ernst? Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Ohne Scheiß, die kleinste Ritze der Welt. Was passiert? Der springt rein. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, wir sind zum Glück wieder hier. Wir haben unsere Waffen. Also hier geht's ja nicht rein. Guck mal, kaum bist du da, läuft's nicht mehr, Dwin. Hätten wir hier hochgekommen? Nee. Ah. Ah, hier ist noch Land. Ah, hier ist noch Land. Rein. Das war Dreck, war das. Oh, ich krieg's Gott. Wendler, bist du da? Und eigentlich hätten wir... Warte. Eigentlich hätten wir auch Duke finden sollen, ne? Der ist anscheinend da rechts. Irgendwas hat hier gerade geschossen. Warte. Ja, danke. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Danke, dass du mir nochmal die Steuerung jetzt übergibst. Weil jetzt kann ich endlich entscheiden. Nicht du. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite dafür. Okay. Also, weil da hinten ist ein Fragezeichen. Da unten ist auch noch ein Fragezeichen. Oh, die Insel haben wir noch gar nicht gesehen. Stimmt. Die könnten wir von hier aus ansteuern dann. Also wir sind jetzt hier rüber. Hab ich verstanden. Ich glaube, wir hätten hier gar nicht rüber gemusst. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Weil da hinten ist der... Duke müsste dann da hinten sein? Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Diese Viecher, die einen hier die ganze Zeit ankotzen, die sind echt nervig auf Dauer. Sag ich doch. Ah, wir hätten da reingekonnt. Aber ich will ja erstmal zum Duke. Moment. Ah, der kotzt mich natürlich wieder an. Ich fasse es nicht. Mich kotzt alles, oh. Ja, das war daneben. Hier komme ich nicht weiter, okay. Weil ich hier auf... Okay. Okay, ich hänge jetzt sogar. Ach, wie schön. Das Spiel hat mich heute gern. Ich muss sterben. Aber warte mal, ich kann schnelles Laden machen. Toll. Man kann das auch zusammenspielen. Also... Terraria jetzt. Okay, also den Eingang haben wir gerade gesehen. Warte mal, kann ich auf die Karte gucken, wo Duke ist? Ja, jetzt planen. Nee, Sam war. Nee, Duke war das. Okay, definitiv. Wir haben da unten das Ding und dann dieses Fragezeichen da hinten. Ah nee, das war was anderes. Das war dieses Gebäude da drinnen, was es noch gibt. Ich verstehe, ja. Da vorne ist noch ein großes Gebäude, da waren wir noch gar nicht, ne? Können wir uns das kurz anschauen? Wow, das war knapp. Oh, hier waren wir auch noch nicht. Oder? Hier könnten auch Gegner sein. Da war was, ich hab's gerade gesehen. Hier haben sich Leute gegenseitig abgeknallt. Natürlich lasse ich die Waffe hier.